Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, heute nochmal in der Fleet Carrier Beta. Wir machen allerdings nicht sonderlich viel Fleet Carrier Zeug, sondern wir ballern zur Abwechslung einfach nochmal rund. Ich bin hier noch ein Barnards Stern im System, der gefährliche Rohstoffabbaustandort, da fliegen wir einfach mal hin. Ich habe sogar meine Co-Pilotin dabei. Das müsste man eventuell irgendwo auch sehen. Ja, die Selene Brooke ist dabei. Dann kann hier nichts mehr schief gehen. Genau, mein Carrier, dem habe ich mal einen Sprungbefehl erteilt. Weil ich will noch gucken, was für ein Modul man eigentlich braucht, um Drohne zu kaufen. Das müsste irgendwie Reparaturmodul oder keine Ahnung, was man da brauche. Gucken wir mal. Deshalb habe ich eine nach Kruger 60 geschickt. Das ist hier gerade ein paar Lichtjahre neben dran. Und wir gucken mal, wann wir hier die Meldung kriegen, dass der dort ist. Das gucken wir uns wahrscheinlich eher schon nächste Folge an, denke ich. Heute einfach mal zum Spaß an der Freude ein bisschen Pirate zum Platze bringen. Hoffentlich nicht mir selbst. Schauen wir mal. Sehe schon viele Zusammenstöße mit Asteroiden. Das kann ich auch immer ziemlich gut in den Rohstoffabbaustandorte. Nein, 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 das da wollte ich gar nicht. Ich wollte... Genau, Licht wollte ich. So. Gut, gut. Ist noch ziemlich weit entfernt. Dann können wir eventuell schon mal... Fighter Hangar, genau, Selene. Okay, Commander. Initiating SLF deployment. Ah ja, okay, sehr schön. Dann mach du das mal. Telepresence online, awaiting your orders. Ja, genau, warten wir mal Orders ab. Hier. Federal Dropship. Oh, hier wird man doch nur von bösen Menschen gescannt, oder? Ein föderaler Agent gesucht. Jo. So, Selene, fang du mal an. Na komm, der dübbelt. Wie verrückt. Unsere Hülle hält aber nicht sonderlich viel aus. So, sehr schön. Na? Genau. Das ist doch schon mal was. Guter Anfang. Oh, eine Anaconda. Naja, kann nicht so schlimm sein. Muss mal wissen, was beim Geschwader die noch ist, aber die hat momentan eh zu tun, denke ich. Der Schiff ist so groß, da kann man nicht vorbeischießen.
auf mich, glaube ich. Oh, 208.000, oh, das war schon eine Explosion, das da. Sehr schön. Moment. Genau. Typ 6, Typ 7 ist eher uninteressant. Ha, schönes Material. Das brauchen wir mal im echten Spiel auch nochmal so. Momentan. Dann fliegen wir nochmal zurück. Ich glaube, kommen da so Typ 6, Typ 7 Transporter. Irgendwas Böses ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nee, das ist eine Dreiergruppe, die total sauber ist. Eine Asp Scout. Nee, auch sauber. Nee, der tut Bergbau betreiben. So nicht. Welche Igel? Oder ist die bei dem Typ 7 dabei? Ja, das ist der Begleitschutz von dem Typ 7. Das ist aber... Das ist aber Ash hier. Gibt es noch nicht zwei Feinde gehabt? Das war's schon wieder. Haben wir nicht so schnell Angst gemacht oder wie? Das ist aber enttäuschend. Komm, ich habe noch viel Munition. Da muss doch jetzt noch jemand kommen. Ist der. Hui, hallo. Da ist plötzlich ein Asteroid. Wo kommt der denn her? Das ist wirklich verdammt schon. Oh, eine Python, die ist neu. Die ist neu. Wo ist sie dann? Wo ist sie dann hier? Access Doomhammer, genau, du bist. Schild wollten mir. Der ist brav, der dübelt nicht, der lässt einfach über sich ergehen. So ist das richtig. Auch nicht schlecht. Eine Asp Scout. Imperial Eagle. Wir gucken uns mal dieses Scout an. Oh, der will lassen. Will lassen. Will erst lassen, weiß man nicht. Denn? Muss ein bisschen helfen oder? Okay, das war wohl schon zu viel. Target destroyed.
Federal Dropship, du hast doch bestimmt Dreck am Stecken. Oder probieren wir mal was, falls. Rachel Justice, ajo. Mist, ich wollte einfach mal in die Außenkamera, wenn so eine explodiert. Asp Scout, eine Edda. Oh ja, das ist so das. Oh, eine Python, Python, Python. So, wo ist sie dann? Sauber, aber hier schießt jemand auf sie. Selin, greif du schon mal an. Oh, so ein Asteroid. Sinki, das ist der. Genau, dann haben wir ja quasi gerettet. Jetzt so die Edda. Das ist doch ein adäquates Ziel für uns, oder? Das schaffen wir doch gerade so. Sogar gesucht. Oh, Moment. Dann fang schon mal an, Berlin. Message. Guck mal, Claymore. Das bedeutet wahrscheinlich, dass der Carrier gesprungen ist. Die abhauen. Eine Imperial Eagle. Die waren auch noch im Team. Kottbefehl, damit wir auch den Scanhof nicht durchkriegen. Bevor sie platzt. Wunderbar, dann gucken wir mal schnell, was wir hier vor einem Mitteilung kriegen. Carrier-Sprung abgeschlossen. Sehr schön. Hm, nee. Kennen wir ja schon. Asp Explorer, die ist doch neu hier. Nein, 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 das war schon richtig. Moment, Moment, Moment. Asp Explorer, hier.
Was ist denn das für eine geile Kaskade an... Upsa, weg. Für eine coole Kaskade an... an Dinge, was ist denn das? Annäherungsmenü, wo jemand abgeschmissert oder was? Das ist ja witzig. Ja, ja, Annäherungsmine, auch nicht schlecht. Ist der immer noch da? Geht der mal weg. So, und Selin fangen schon mal an. Selin, schaffst du deine? Motor, sie. Ja! Ja! Sie gibt ihm gut. Ob Selin, schaffst du? Gib ihm! Ah, schön. Jetzt hat sie noch. Jetzt hat sie noch. Schön. Sehr schön. Das hat unser Co-Pilot schon gemacht. Kann man doch überhaupt sehen, wie weit die schon ist? Ah, 11%. Oh ja, gut, die hat noch, das ist schon nicht so niedrig der Rang. Und ja, da hätte ich mal Glück gehabt, ich habe endlich mal eine gefunden, die einigermaßen ordentlich aussieht. Sieht doch recht manierlich aus, die da. Die habe ich mal ein klein mal geschnappt und Experte war sie schon, bis die große Explorerei angefangen hat und ich eigentlich nicht mehr dazu kommen bin, für, oder das heißt nicht mehr dazu kommen bin, einfach nicht mehr vor Ort bin, um zu kämpfen. Ist ja schon recht launig. Eventuell könnte man noch gucken, dass man zum Spaß noch ein paar Massaker-Missionen oder so. Da gibt es auch die, wo man ein paar bestimmte Piloten suchen muss und die abknallen muss. Das war auch immer ganz witzig. Oh, guck mal, hier ist noch ein Asteroid neben dran. Ich wundere mich, dass ich mit noch keinem zusammengestoßen bin. Stephanie Claire. Typ 7, ne, der macht bestimmt nichts. Das wäre die erste Typ 7 Transporter. Naja, vielleicht hat er ja Schmuggelware. Ne, der macht Bergbau. Der Rob Kressler. Wenig los hier. Dum, di, dum, di, dum. Eventuell, warte mal, wenn hier gerade nichts ist. So, Moment. Gehen wir mal in Carrier Management. Das müssten wir doch jetzt hier machen können, oder? Oh, oh, oh. Der Torben. Torben sieht alles. Wo ist er dann? Ich sehe ihn nicht hier. Oh, Torben. Du kommst genau richtig. Ich wollte schon Carrier Management machen. So, Selin, fang schon mal an, Leute. Jetzt bist du dran, mein Opfer. Ich glaube, die Selin ist kein Opfer für dich, du bist hier das Opfer. Ich muss einfach nur ein bisschen helfen. Schafft die noch? Ajo. Ja, die ist gar nicht mal so schlecht momentan. Jörg. Jörg. Jörg Tremmel. Na, wo ist er denn überhaupt? Ich sehe ihn gar nicht. Der ist gesucht.
Cobra fehlt uns noch. Am Celine fang schon mal an. Celine gibt ihm schon mal für die Wärme. Na komm, dübbel nicht so viel. Sehr schön. Okay, momentan ist das Radar da relativ leer, dann könnte man eventuell gerade mal schauen. So, Carrier-Dienste, Warenhandel, Tritium-Auftank, Reparatur habe ich doch drin. Waffenkammer, oder brauche ich die? Einlösebüro ist es nicht. Ausstattung, ja, auch Ausstattung ist es, oder? Sicherheitswarenlager. Ich denke, das müsste Ausstattung sein, oder? Boah, 5 Millionen Credits die Woche. Nur für Drohne oder was? Das kann hier wohl nicht sein. Das ist die Waffenkammer. Wahrscheinlich das, genau, oder? Auffüllen. Waffenkammer. Probieren wir mal. Und dann, das können wir uns dann angucken, wenn wir das Kopfgeld abgeben. So, momentan ist keiner da. Wir haben aber auch schon wieder gute Zeit auf die Uhr. Deshalb würde ich doch sagen, machen wir hier am besten ein kleiner Cut am besten. Wow, 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 was bist du? Bist du irgendwas? Ne, ich glaube, das ist was anderes. Ich dachte schon. Genau, und dann gucken wir uns das nächste Mal an, ob wir den Träger dann richtig ausgestattet haben. Ich glaube, ich bin faul und hole den Träger direkt wieder hierher. In das System. Das wäre so ein Plan. Ja, könnte man eventuell mal angehen. Gut, wir schauen da mal, was das nächste Mal geht. Heute haben wir ein bisschen geballert, das war nochmal schön. Und würde ich da mal sagen, bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.